Meine Damen und Herren, er ist ein wunderbarer Mensch. Er ist nicht nur ein wunderbarer Mensch, er ist ein großartiger Künstler. Er ist der erste Stand-up-Comedian türkischer Herkunft, nicht nur in Wien, sondern in ganz Österreich. Er ist sehr lustig. Er ist Jack Nuri! Wie mein Name schon erahnen lässt, bin ein gebürtiger Österreicher. Ich komme aus Wien, aus dem Gazastreifen von Wien, aus Ottakring. Ich habe früher mal Freundin gehabt, die hat Medizin studiert, die andere Freundin hat immer Jus studiert, ich habe immer Hochdeutsch gesprochen, ich habe auch gelesen, aber nicht nur Kronenzeitung, richtig gelesen, Bücher gelesen, ja. Und dann habe ich einen Türken geheiratet und dann die Werkstatt im 16. Bezirk aufgemacht. Habt ihr Frage? Hey Bruder, was macht heute? Ich habe Deutsch verlernt wieder. Deutsch ist eine schwere Sprache, das wissen wir. Und im 16. Bezirk bin ich schon eine kleine Berühmtheit. Ja, zumindest mein Sohn kennt mich. Wenn ich im 16. Bezirk herumgehe und so weiter, kommen immer Leute zu mir und hey Bruder, ja, mach Comic. Sag ich, wenn du den Klitschko auf der Straße siehst, sagst du auch nicht Homie, oder? Meine Werkstatt ist im 16. Bezirk Thalischer Secker Klausgasse. Ich muss ein bisschen Werbung machen für meine Werkstatt. Auto kaputt, ich mach gut. Was ich auf der Bühne erzähle, sind wirklich 99,9%, was ich erlebt habe. Es ist wirklich mir ist passiert und ich erzähle das euch. Vielleicht bringe ich das lustig rüber. Ich fliege von Wien nach Istanbul. Ja, und wir wollten einen Urlaub machen, da war Ivo auch dabei. Bruder Ivo ist auch da, ich sehe es. Und da kommt ein Türke vorbei. Hey Bruder Nuri, sage ich. Ja, servus, grüß dich Hassan, wie geht's dir? Gut Bruder, du fliegst auch nach Istanbul? Nein Bruder, ich steig in Belgrad aus. Adem ist der Nuri, der in Kasamba spazieren geht, ja, und ich bin der Anpeitscher. Buron, buron, abi, buron. Der haut mich halber zusammen im Lokal ein, ja? Danke, Adam, kannst wieder Platz nehmen, danke. Was willst du trinken, hä? Der haut mich gleich zusammen. Ich kenne auch die österreichische Gastfreundlichkeit. Also, hallo, grüß Gott, der Kellner fragt immer da oben, hallo, was wollen Sie trinken? Freunde, das gibt's bei uns nicht im Kasamba. Was willst du trinken, dann, hä? Hab ich gesagt, ich hätte gern Ayran, ja? Und er... Ayran-Check! Dann habe ich gesagt, du als Kenner ist unnötig, der kann ja auch hinterher schreien. Na, ich gehe zum türkischen Friseur, Adem, dreh dich um, setz dich her. So, der hat keine Ahnung. Wurscht. Ich sitze hin, so was habe ich. Hochgeladen habe ich. Und er so, ja. Schneid mal da ein bisschen, ne? Wessen Sohn bist du überhaupt? Der will gleich anbahnen, dass man miteinander redet und dass man halt mehr Cash rausholt, dass der Bakschisch trinkt draußen. Wessen Sohn bist du überhaupt, ne? Ja, gut. Dann nimmt er die Haare, gut. Er war in 2 Minuten fertig. Dann Kolonia. Kennt ihr das, Kolonia? Das ist Kölnischwasser, brennt. Höllisch, ja. Halbe Flasche ausgeleert, ja. Und dann tut er noch massieren auch noch. Ich mag nicht, wenn ein Mann mich angreift. Das war türkischer Friseur. Ich war beim Österreicher auch Haare schneiden. Damals habe ich mehr Haare gehabt, nicht locken. Mein Telefon hat gesagt, ja, man hätte es Zeit. Hochmodern, ja wirklich. Und wenn du reingehst, hallo. Ich hab angerufen. Also das waren Sie, komm, du setzt das her. Du hörst Musik in der Grund, Mozart, ganz leise. Und lauter komische Typen da mit so komisch, die gehen so komisch, ich weiß nicht. Also wenn du beim 16. Bezirk, ja? Gehst du zum Bundi? Ist sicher nicht. Gewöhnungsbedürftig, muss man zugeben, ja. Ich sitze dort, ich habe mich nicht wohl gefühlt, ehrlich gesagt, ja. Beim türkischen Friseur habe ich Koranversen gehört, ja. Mach keinen Scheiß,
Bleib brav, die ist Todsünden, ja. Wanne halten, ganze Scheiß, der hört Koran. Obwohl er lauter österreichische Kunden hat, hört er Koranversen. Halb so schlimm, kann ich damit noch erleben. Beim Bund, ich habe mich nicht wohl gefühlt, ja. Es war erstens nicht meine Heimatbezirk, 19. Bezirk. Wie viele Türken? Ich gehe nur 19. Bezirk, ich war der einzige Schwarzhaarige dort. Setze ich mich hin und er tut meine Haare so, wie jetzt beim Nummern das macht. Also streichelt er mich halt. Sag ich, hey Bruder, was wird das? Sagt er zu mir, er muss die Energie zwischen Hand und die Haare herstellen. Bruder, hab ich gesagt, bist du Elektriker oder was? Dann greift er mich an, ja, und macht so die Haarschere. Das ist kein Schmäh, ja? Und dann habe ich gesagt, kann ich kurz anrufen? Sagt er, warum? Naja, es dauert locker 4 Stunden, was ich da mache. Ja? Ich habe noch ein paar Termine mit Hermine. Ja? Er hat 2 Stunden gebraucht. Er war schnell. Ja? 2 Stunden hat er gebraucht, beim Türken braucht 2 Minuten. Ja? Jetzt kommt Waschen. Bringt mir einen Katalog her. Aprikose, Apfel, Birnen. Ich muss den fahren. Ich habe gesagt, Bruder, ich habe gedacht, du bist Elektriker. Jetzt machst du einen Obst- und Gemüseladen. Machst du Konkurrenz oder was? Der macht Konkurrenz zum Türken, dieser Arschloch, weißt du? Nein, sagt, das ist Shampoo, mein Herr. Shampoo-Katalog ist so groß wie eine Bibel. Wurscht, nehm mal. Gut, okay. Dann habe ich ihn, keine Ahnung, ich glaube, Wassermelon habe ich genommen, ja. So. Ich glaube, er hat Gefühle, weißt du, wirklich? Ich habe gemerkt, er macht es wirklich gern. Er hat es gern gemacht, ja? Nachher waren wir fertig. Ich glaube, geschlagene 3 Stunden, 15 Minuten später gehe ich zum Kasse, will zahlen. Für die Summe, was ich dort hingeblättert habe, gehst du 20 Mal zum Türken. 96 Euro. Sag ich, hey Bruder, Entschuldigung, haben wir Sex gehabt oder was?